Wir haben drei Texte mitgebracht. Einen auf Deutsch, ein bisschen länger. Einen englischen und einen italienischen. Sono Daniel. Vi ho portato tre testi, uno tedesco un po' lunghino, e poi una poesia inglese e poi uno corto italiano e spero che non ci siano tanti errori. Und den ersten habe ich mitgebracht, weil er gut herpasst. Er heißt Lose für Grenzen. Er hat gesagt, er sehe keine Grenzen von da oben. Aus dem All. Er hat gesagt, es sei alles ganz grün und blau und weiß mit Schlieren von da oben aus im All. Er hat gesagt, er hätte auch keine Supermacht gesehen da oben von Weltall aus. Er glaubt nicht mehr grenzenlos. Ist sein Verstand. In der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen, da wuchsen an den Rändern des Reichs der Mitte die ersten Mauern mit den Kriegen und Armeen, bis sie den Horizont mit dicken Wellen verschalten und ich Pferdewagenrennen darauf fahren konnte. Am Anfang der üblichen Zeitrechnung irgendwo in nasskalten Wäldern, eine Schneise, ein Hügel, ein Bretterverhau, ein Hochsitz, bumm, Limes. Und dahinter sitze ich mit Metallhut auf und friere und fürchte den nächsten Angriff der verhungernden Barbaren auf der Flucht vor dem Tod. 12:12 standen wir bei Genua am Meer und warteten auf das Ende dieser wellenden Grenze und warteten auf das Wunder. Doch die Grenzen hielten und wir brachen. Um 1488 auf dem Weg nach Süden, da suchte ich eine Route und fand die Hoffnung und die Menschen, die ohne Kleidung gut aussahen. Also glaubten wir wieder an unberührte Paradiese mit Wesen, die noch in den Bäumen hingen. 1492 fand ich einen westlichen Weg nach Indien und verirrte mich im Insellabyrinth. 1507 schrieb einer einen Namen auf eine Karte und benannte damit ganz Kartograf diese ungefragte neue Welt. 1519, da war Land in Sicht, doch ohne die Malinche, die vergewaltigte Übersetzerin, wäre ich auf dem Festland ganz schön aufgeschmissen gewesen. Meine Zeichner erfanden Grenzen, an die wir uns klammern durften, die uns wärmten im tiefsten Urwald- und Gebirgschaos. Da schien es zu blühen. Das schien uns zu blühen, die Sicherheit. Aber 1533 mit Kohlhaas, da stürmten wir an allerhand Kleinzeug vorbei, denn hinter einem jeden Feld begann ein neues Land, von uns unerkannt. Als ich 1570 einige Pikeniere über die Alpen in den Süden brachte, fand ich keine Sperren vor. Dabei wimmelte es nur so von Kavallerie. Auch fand ich in der Schweiz meckernde Ziegen und brummende Bären, essbare Sennhunde, aber 0,0 Grenzen. Als wir 1648 neue Linien zogen, glaubte ich endlich angekommen zu sein. 30 Jahre lang hatte ich Leben nach Leben nach Leben verspielt und so langsam machte ich mir doch einige Gedanken um den Nachschub. Aber schon 1809 nahm ich die Frauen und Kinder und die Heugabel und das Kreuz gleich mit dazu, um zu beschützen die heiligen Berge vor der Freiheit eines aufgeklärten Geistes. Aber 1812 im tiefsten Russland, es lag womöglich Schnee auf allen Zeichen und Enden, da wanderten und erfroren wir, ohne jemals ein Gestänge zu ersehen. Nur die inneren, eigenen, sie überschritten wir um Weiten. Am 6. September 1815 beendete ich einen Brief in der schwülen Hitze von Kingston und mit einem Federstreich zersetzten sich die Aufteilung Südamerikas und ich verlangte einen vereinten Kontinent. 1884 galoppierten wir an allen Fronten und die Pferde gingen uns aus und wir marschierten weiter und neue kamen nach und ersetzten die Toten und wurden ersetzt beim Sterben und die Grenzen wuchsen Meter hoch über die Gräben hoch. Als ich 1916 in den Dolomiten im Bergbunker saß,
Dann nahmen die Grausamkeiten täglich zu. Ungeduld und Ungeziefer wuchsen stündlich, die Totenlisten auch. Aber Grenzen und Götter wechselten von Grau zu Braun zu Grau zu Braun. 1938 flogen wir Bomben nach Spanien und die Stiere sahen braun. Aber die Demarkationslinien landeten schwarz auf weiß auf ein paar Metern Leinwand. 1940, als wir 3 Tage unter Wasser marschierten und Schwierigkeiten beim Zigarettenanzünden hatten, da unterwanderten wir die französische, ohne dass ein Frosch uns verraten hätte. Die rauchende Grenze der Selektion aber, die hatten wir im Terrorstaat schon seit Jahren perfektioniert. 1945 fielen wir mit 2 Bomben in den atomaren Wahnsinn. Zwischen 1950 und 1903 stahl ich meinem Bruder seine Länder und er stahl sie sich jedes Mal wieder zurück. Grenzenlos ist unser Spieltrieb. 1955 kam ich bärtig aus den Bergen und umzäunte eine Tropeninsel. 1965 regneten wir über den Dschungel nieder und das Napalm brannte angenehm in den Nasenschleimhäuten und die Grenzen lagen unter uns und neben uns und über uns im dunklen Dschungel. Aber keiner surfte. 1967 glaubten ein paar Stolze, eine neue Grenze mit Spucke zum Untergang zu zwingen und ich verlor in 6 Tagen meine ganzen Oliven. 1969 spalteten wir uns und zogen Grenzlinien mitten durch unsere Wohnzimmer. 1975 hatten wir uns lange genug abgeschlachtet und die Großmächte gleich mit dazu. Also tanzten Linien ein paar Takte Salsa über den Kartentisch und ertranken dann doch in Coca-Cola und Diamantenblut. 1982 wollten ein paar junge Typen eine Insel fürs Vaterland, aber die koloniale Mutter am anderen Ende der Meere wollte keine neuen Karten kaufen. Als ich 2000 die erste schwarze Witwe auf den staubigen Weg machte, ging ich mit hoch, weil mir die Grenze einfach nicht passierbar schien. Aber als dann 2001 zwei Türme und ein paar größere Hütten stürzten und wir großmäulig in die Berge gingen, um den Mohn und das Öl und die Pipelines zu beschützen, da bekam ich eine Ahnung von dem, was sonst noch alles möglich sei und wäre. Die Grenzen aber, sie verloren sich im Rausch. Als wir 2003 wieder einmal in die ödige Wüste stürmten, da starrte bald die Fratze der überquälten Grenze aus ein paar Fotografien mit einem nackten Menschenhund an der Gürtelleine der Überschreiterin. Ich habe nichts gesagt, denn ich war dieser Hund und ich war diese Hand. Im selben Jahr stürmten die apokalyptischen Reiter auf ausgehungerten Pferden durch den Steppensand und Millionen flohen in die Gleichgültigkeit hinter den roten Linien. 2006 flogen die Geschosse über die Grenzen und in die Häuser. Und kaum begann 2009, da drückten und schnürten von allen Seiten die Mauern den letzten Streifen Land. Aber das Meer teilte sich nicht unter der Artillerie und den Luftangriffen. Dafür gönnten wir uns 2010 eine ölige Explosion mit Live-Aufnahmen und feierten so die Überschreitung des Tiefseehorizonts. Im Frühling 2011 bebten Regierungen und Staaten zerfielen, aber woanders bebte eher die Erde und es zerfielen Reaktoren. Also stolperten wir über Höchstwerte und setzten sie per Dekret einfach höher. Zu allem Überfluss starb 2012 das finanzielle Risiko im Rahmen einer selbstgeschöpften Krise an Systemrelevanz. Grenzwerte für Dreistigkeit und Dummheit wurden hiermit gegenstandslos. Ich fühlte mich verstümmelt. Ich wankte. Das offenbarte sich in der 13 dann auch für jedermann, als der Mann mit dem Schnee im Namen die Unversehrtheit unserer digitalen Intimität leugnete und anschließend ein paar Millionen Geheimnisse leckte. Aber immerhin krallte sich 2014 der Bär wieder mal einen Nachbarn, der Drache verlangte nach dem ganzen Meer und beide verlegten Grenzen so ganz gegen den Geschmack des atlantischen Falken. Aber die Show stahl den 3 Großmäulern mit dem Hang zum Endzeitkampf dann doch ein Unsichtbarer, der sich dann nannte Epidemie. Im Jahr mit der 15 wurden die Entwurzelten und Vertriebenen kurz sichtbar, weil Grenzgänger über Schmuggler den Weg ins Herz unserer Finsternis fanden. Aber schon sprossen Mauern, Stacheln, Wächter und Allianzen gegen die Verzweiflung, wo wir schon lange nur noch blühende Wiesen sahen. 2016 war in der Festung innen alles schön geschmierte Butter.
und außen alles krass stacheln. Ich besuchte 3000 Bibliotheken und fand keine verschlossene Tür, doch an unseren Ufern ersoffen sie zu Tausenden, ohne ihren Namen buchstabieren zu dürfen. 2023 landeten sie dann doch nochmal, aber ein Netzvergnüger hatte die Überschreitung im Vorfeld finanziert, dramaturgisch beraten und anschließend vertrieben. 2143 schossen mir einige Bits quer über die Bandbreite hinaus und entgrenzten alle bisher bekannten Kabel und Fasern. Endlich waren wir alle ein kollektives Netz. Ich löste mich auf wie Instant-Kaffee. Endlich kann ich den Mann im Raumanzug verstehen. Nun sind wir überzeugt, dass er zu Recht staunte, seinen offenen Mund jedoch nicht zu deuten wusste. Grenzenlos ist leider unser Hang zum Begrenzen.